begrüßen möchte ich auch unsere weiteren heutigen Ehrengäste und Gäste. Unseren Landrat Jürgen van der Horst und das Mitglied des Hessischen Landtags Jan-Wilhelm Pohlmann. Die Vertreter der Stadt Bad Arolsen, nämlich den ersten Stadtrat Herrn Udo Joost und den Stadtrat Herrn Friedrich Biller. War eben noch hier, habe ich schon gesehen. Die Vertreter des Turn- und Sportvereins Marienhagen, die Vertreter des Sportvereins Willersdorf, die Stadtbrandinspektoren Karl-Heinz Meyer, Mario Seeg und Michael Pfester, unseren Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Gordon Karlhöfer, unseren Ortsvorsteher Herrn Ingo Sommer und die weiteren Vertreter des Ortsbeirats und natürlich die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden und die Mitglieder unserer Jugendfeuerwehr sowie die sonstigen Gäste. Sehr geehrte Frau Ministerin, wir wissen, dass Ihre Zeit aufgrund der weiteren heutigen Termine knapp ist. Für die heutige Veranstaltung ist von Ihnen ein Zeitfenster von knapp einer Stunde zur Verfügung gestellt worden. Ich möchte daher zunächst im Anschluss Ihnen das Wort übergeben. Im Anschluss dazu möchte ich im Namen der Feuerwehr noch ein paar Worte sagen. Dann gibt es Gelegenheit für Grußworte der Gäste. Wegen des knappen Zeitrahmens bitte ich, die Grußworte der Gäste kurz zu fassen. Wir laden Sie anschließend noch zum Verweilen zu einem kleinen Imbiss ein. Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Oh. Herzlichen Dank. Herr Fähring, und ich bedanke mich auch sehr dafür, dass Sie schon so umfangreich alle begrüßt haben. Dann kann ich mir diesen Teil meines Grußwortes sparen. Ich möchte nur noch eine zusätzliche Ergänzung machen. Ich freue mich, dass im Rahmen unserer Arbeitskreis-Digitalisierungsreise auch Kim Sarah Speer, unsere Abgeordnete, jüngste Abgeordnete des Hessischen Landtages, mich mit nach Nordhessen begleitet hat. Und ich kann Ihnen sagen, am Anfang war das gar nicht so ohne Kritik, dass wir jetzt nach Nordhessen fahren und dort hier unseren Arbeitskreis mit hin entführen. Aber Jan-Wilhelm Pohlmann und ich waren stark genug, um zu sagen, wenn man wirklich Nordhessen erleben will, dann am besten zeitgleich zum Arolser Viehmarkt. Da erlebt man viel. Und zeitgleich auch um all solche Vereine, solche Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, wie ich sie heute hier begrüßen darf, mit zu begrüßen. Und ich freue mich darüber, dass Sie so zahlreich nicht nur hierher kommen, statt am Köpi-Stand oder am Arolser-Stand oder sonst wo zu stehen. Das können Sie sicherlich heute Abend aber auch noch nachholen. Ich freue mich, dass Jürgen van der Horst mich begleitet. Herr Joost, wir haben ja gestern schon umfangreich den Umzug uns anschauen dürfen. Aber ich bin heute nicht nur zum Gucken da, sondern ich bin vor allen Dingen auch dafür da, um Ihnen Geld zu übergeben. Insgesamt sind es ja knapp 30.000 Euro, die ich hier in Nordhessen gerne an drei Vereine übergeben möchte. An die Freiwillige Feuerwehr, an den Sportverein, an den Turnverein. Und mir ist es wirklich ein ganz besonderes Anliegen, diese Vereinsarbeit im Rahmen meines Programmes Ehrenamt digitalisiert zu unterstützen. Warum? Nicht nur, dass ich selber, und hier kann ich sagen, wo mein Verein hier gewesen ist, das war nämlich der VfL Arolsen, der Volleyballbereich, der gestern im Übrigen Geld gewonnen hat, da habe ich mich total drüber gefreut. Dieser Volleyballbereich des Arolser VfL, dem gehörte ich quasi mein ganzes Arolser Leben an und habe da auch die Vereinsarbeit aktiv mitbegleitet. Und Vereinsarbeit heißt immer Ehrenamt. Vereinsarbeit heißt aber auch ein Stück weit Heimat und ein Stück weit Gemeinschaft und Unterhaken und Gemeinsamkeit zu leben. Der eine steht für den anderen ein. Man weiß, wo man einen Ort hat, wo man immer hinkommen kann. Man weiß aber auch, wo ein Ort ist, wo man sich engagiert. Und wo man dann engagiert ist, wenn man weiß, da wird man gebraucht. Und dieses Gefühl, gemeinschaftlich und gebraucht zu werden, das geben Vereinen. Und in Zeiten, wo wir zum Beispiel Corona, aber auch andere Zukunftsentwicklungen haben und die Digitalisierung macht nichts aus, sie wird unsere Zukunft bestimmen, bin ich davon überzeugt, dass Digitalisierung von Ehrenamt auch bedeutet, Ehrenamt moderner zu machen, Ehrenamt attraktiver auch für die jungen Leute zu machen, weil ich nämlich hier nicht nur die Versendung von Informationen, sondern auch das Bedienen von Social Media oder eine digitale Vorstandsarbeit auf den Weg bringen kann. Und das möchte ich unterstützen, ganz persönlich, weil ich selber im Verein jetzt auch im Übrigen noch in Südhessen aktiv bin, auch im Volleyballverein und mich darüber total freue, dass die Vereinsarbeit hier weiter sogar zugenommen hat.
Sind Sie der Erste, der bitte zu mir kommt und dem ich die Zuwendung zur Durchführung Ihres Projektes Feuerwehr Massenhausen Reloaded 2.0, schon mal ein super Titel, übergeben darf. Und Sie bekommen von mir 10.497 Euro. Lieber Herr Ferbitz. So, jetzt bräuchte ich den Vertreter des Turnvereins Marienhagen. Wer übernimmt das? Das ist der Rikus, richtig? Ja. So, lieber Herr Rikus, Sie bekommen für das Projekt der TV Marienhagen wird digital 6.983 Euro. Und ich wünsche Ihnen dann viel Spaß. Und jetzt habe ich noch den Vertreter, ich glaube, das ist der Pfingst, richtig? Korrekt. Der Pfingst, der sich für den SV Blau-Weiß 1920 Willersdorf hier beworben hat. Und Sie bekommen für die Durchführung Ihres Projektes Digitales Lernen und Werben beim SVW 6.930 Euro. Herr Landesabgeordneter, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf erstmal den Medienverein herzlich gratulieren. Das ist ein erfolgreiches Förderprojekt. Dahinter steckt eine Menge Arbeit. Auch viele Formalien gilt es nachzuweisen und auch gut zu entwickeln. Das haben Sie geschafft. Sie haben Ihren Antrag überzeugt und können heute gewissermaßen die Früchte Ihrer Arbeit entgegennehmen. Für den Landkreis eine tolle Nachricht. Die Vereine sind für uns die Eckpfeiler tatsächlich unserer Zivilgesellschaft. Vieles können wir oder eigentlich alles können wir nur leisten, wenn wir starke Partner in den Vereinen haben. Deshalb ist es heute ein guter Tag für die Vereinsförderung insgesamt im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Ein tolles Spektrum ist dargestellt, der Sport, die Feuerwehr, bitteschön, das hätte man sich gar nicht besser vorstellen können. Ja, und das Thema Digitalisierung trifft alle Lebensbereiche und eben auch die Vereine. Wie wollen wir das klug organisieren? Ohne Digitalisierung wird es nicht gehen. Deshalb möchte ich dem Land herzlich Danke sagen dafür, dass die Mittel für dieses Programm bereitgestellt werden und hoffentlich auch noch weitere Projekte in die Förderung hinein geführt werden können. Und damit setzt das Land Hessen ja eine gewisse Entwicklung fort. Wir haben ja eine Reihe von vergleichbaren Projekten gesehen, wo es darum ging, den ländlichen Raum insbesondere zu fördern, mit sehr gezielten Einzelprojekten, hochwirksam, ich kann das wirklich nur bestätigen, und auch in Zeiten schlechter Kassenlagen das Land ermuntern, den Weg weiterzugehen. Ich glaube, da ist ein toller Hebel gefunden worden mit einer ganz hervorragenden Wirkung. Ja, Frau Ministerin, ein intensives Wochenende für Sie mit nicht nur Bescheidübergabe, Sie haben auch einen Termin noch im Schloss. Auch da ist hinterlegt eine umfangreiche Förderung von Bad Ahrhausen. Das freut uns in besonderer Weise. Das können wir gerne wiederholen. Das Schöne ist, das Ahrhausen Grammophilmarkt ist regelhaft im Kalender zu finden und sollten wir nächstes Jahr wieder Ideen entwickeln und benötigen, sind Sie herzlich angeladen, uns Hinweis zu geben. Den kommen wir sehr gerne nach und dann werden wir sicherlich auch gute weitere Projekte anschließen können. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch an die Vereine. Machen Sie jetzt das Beste daraus. Jetzt fängt die Arbeit ja eigentlich auch erst an, die Technik umzusetzen und dann auch tatsächlich digital die Vereinsarbeit zu organisieren. Dafür darf ich Ihnen viel Erfolg wünschen und freue mich gleich auf einen netten Austausch mit der Ministerin, einer Tasse Kaffee und dem anderen Stück Kuchen. Vielen Dank. Landtags und hier an dieser Stelle auch mal lieber Ortsvorsteher Ingo Sommer, der seit heute Morgen 5 Uhr schon wieder im Einsatz war. Ich darf Sie in Vertretung unseres Bürgermeisters und des Hausherrn Marco Lambion recht herzlich begrüßen. Ich darf den hier mit Förderbescheid belohnten Vereinen recht herzlich danken für Ihre ehrenamtliche Arbeit. Und gerade Massenhausen will ich mal hervorheben, wie das Dorf lebt. Hier wird viel ehrenamtlich erledigt. Man sieht es auch hier an dem Feuerwehranbau, wo die Feuerwehr viel selbst Hand angelegt hat. Als Vorsitzender der Klimakommission darf ich das. Ist auch keine Bestechung. Am Sonntag ist die Ziehung und dann werden Sie umgehend unterrichtet. Und ich weiß, das ist der Hammer. Das war, muss ich Ihnen wirklich sagen, das war bei uns zu Hause. Sie kennen meinen Vater. Das war das Highlight, wenn wir sonntags morgens dann beim Frühstück überlegt haben, was könnten wir gewonnen haben? Was könnten wir gewonnen haben? Und mit dem sicheren Glauben, diesmal wird es mehr als das Nudelholz, ja, sind wir dann mit diesen Losen hingegangen, neben das Gewerbezelt und haben es hingegangen.
Und dann hat mein Vater immer, oh, Miete, Miete, schon wieder eine Miete. Und was haben wir jetzt? Ein Kochlöffel. Ja, krass. Jetzt mal. Ja. Aber ja. Es ist für einen guten Zweck und mit dieser sicheren Wissen, dass das für einen guten Zweck ist, ja. Egal was man gewinnt oder ob man eine Miete zieht, bedanke ich mich ganz herzlich dafür bei Ihnen, weil das ja, hat doch noch auch einen emotionalen Aspekt für mich. Ich bin auf dem Viehmarkt, finde das auch ganz tolle Sache. Ich bin kein digitaler Mensch, ich gehöre noch den Waldbeisen. Ich finde das aber trotzdem für den Verein top oder für die Vereine. Muss ich wirklich herzlichen Glückwunsch nochmal aussprechen und auch besten Dank. Ich finde das total toll, und auf die Viehmarktshose nochmal zu kommen. Meine Eltern haben vor 50 Jahren das Auto gewonnen. Oh, ich versuche immer noch dran zu betteln, dass ich es auch mal gewinne. Aber leider schaffe ich es nicht. Ich will es Ihnen gönnen. Gut. Liebe Ehrengäste, liebe Vereine, liebe Gäste. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ist schon ein ganz besonderer Tag. Der Ortsvorsteher hat es schon gesagt. Aber es ist auch ein guter Tag für uns alle hier. Vereine, Engagement wird honoriert und wird anerkannt. Für die Einsatzabteilung ist es natürlich auch super. Die Ausbildung wird mehr und mehr digitalisiert. Wenn wir an die Landesfeuerwehrschule denken, wir haben E-Learning-Plattformen, wir haben auch schon E-Learning-Inhalte in unseren Kreisausbildungslehrgängen. Und hier in Massenhausen ist mit dieser digitalen Strategie ein Wegweiser in die richtige Richtung gestartet. Und ich habe ja zumindest von den Projektnamen gehört, bei euch scheint es ähnlich zu sein. Kooperation ist ja sogar mit der Feuerwehr gegeben. Ja, Städte und Kommunen, die sind natürlich, das haben wir schon gehört, auf die Ehrenamtlichen angewiesen, Kids der Gesellschaft. Und für die Stadt ist es natürlich auch schön gewesen, wenn die Ehrenamtlichen selber ihre Projekte machen, dann wird die Schwarmintelligenz von den Ehrenamtlichen genutzt und dann hat natürlich jeder was davon und da kommt auch was Gutes raus. Und der Fördermittelgeber, der bei der Umsetzung von so einem sinnvollen Projekt im Ehrenamt unterstützen kann, ist natürlich auch ein Sieger. Und damit will ich es jetzt auch belassen. Ich wünsche allen Vereinen viel Erfolg auf ihrem Weg in die Digitalisierung und rufe allen zu, bitte bleiben Sie kameradschaftlich. Danke. Ich möchte nur einfach sagen, dass wir sehr, sehr dankbar sind in Billersdorf, dass wir diese Förderung erhalten haben. Und ich finde das auch ein starkes Signal, dass die Vereine hier in der ländlichen Region unterstützt werden und dass die Präsenz sogar da ist und die Frau Ministerin uns sogar hier persönlich die Bescheide überreicht hat. Das finde ich eine super Geschichte. Und uns in Billersdorf hilft das wirklich, um uns da neu zu strukturieren im administrativen Bereich, zum Beispiel in der Mitgliederverwaltung und auch in Schulungszwecken.